Lassen wir, schauen wir uns einfach das Video hören, oder? Scheiß drauf. Real Life Guys, Ehrenbruder. Sie sah mich an der Bar. Hört mal genau hin, das ist so ein richtiger Schlagerbeat. Achtung, hört genau hin. Sah mich an der Bar. Ich verrotze voll. Oder? Meint ihr nicht auch, das ist so ein richtig geiler Schlager? Ich höre einfach auf. Sorry für die Weird Champs im Chat. Lassen wir es einfach, lassen wir es. Ich finde es übrigens immer noch geil, dass die weiterhin Videos machen, trotz seiner Erkrankung. Und es freut mich jedes Mal zu sehen, wenn es ihm gut geht tatsächlich. Muss man einfach an der Stelle mal sagen. Herzlich willkommen bei uns zu Hause in unserer Werkstatt. Den Hintergrund kennt ihr sicher. Wir sind wieder zurück bei unseren Eltern und haben endlich mal wieder eine Badewanne am Start. Let's go, Digga. Genau, und zwar hat unser Kumpel, der Samuel Koch, den kennt ihr wahrscheinlich. Der ist damals bei Das verunglückt und seitdem querschnittsgelähmt. Der hat im letzten Video gesagt, dass er uns mal Beine machen will. Ja, du bist auch arbeitslos. Nein, ich bin nicht arbeitslos. Ich muss den Leuten hier mal ein bisschen Beine machen. Ah, der lustige Boss. Mit dem Tempo wird es sonst nichts. Deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt ein Projekt, mit dem wir ihm mal Beine machen. Und zwar bauen wir eine laufende Badewanne. Also wir wollen quasi so einen richtig krass geländegängigen Rollstuhl für ihn bauen. Am 24. starten wir zusammen mit Samuel Koch einen richtig coolen Heiligabend-Gottesdienst um 16 Uhr in Berlin. Ihr könnt live... Wollte der das, was... Also... ...zuschauen auf dem Lifeline-Kanal. Wollte der da drin sitzen? Da wollen wir dann zu Weihnachten Samuel Koch... Ja, ich denke schon. ...auch diese laufende Badewanne schenken. Wie das Ganze funktioniert? Nein, der ist gefesselt. Ja, die haben den mit so Duct Tape da dran gemacht. Das sah gerade ein bisschen anders aus. Seht ihr hier in der er wurde entführt. Animation. Theo Jansen hat die Proportionen berechnet, damit das Bein laufen kann. Also das ist einfach wirklich hohe Ingenieurskunst, ne? Und ich Trottel krieg's nicht mal hin, einfach eine Redstone Clock zu bauen. Die verwenden wir jetzt auch für die laufende Badewanne. Ja, wir bauen die Beine jetzt auf diesen Stahl. Das ist immer noch der Reststahl von der Achterbahn damals in Hornbach. Und zwar flexen wir die heute leider nicht, das tut mir echt im Herzen weh. Aber wir haben jetzt hier diese Bandsäge und sägen die damit klein. Wieder Millimeterarbeit, die Jungs. Wieder mal Millimeterarbeit. Man muss auch sagen, so eine Badewanne mit Beinen dran ist ja sehr viel praktischer als zum Beispiel so ein Rollstuhl. Wenn man damit durch den Supermarkt läuft, das ist sehr viel, da hat man auch noch Platz. Wir machen jetzt erstmal ein Bein, testen, ob das so überhaupt funktioniert. Und zwar schweiße ich jetzt diese Digga, dass die da einfach sowas craften, die bauen, die spielen einfach Minecraft in Real Life. Okay, wir probieren jetzt mal, ob unser Bein tatsächlich laufen kann. Und zwar spannen wir das jetzt in den Schraubstock und dann drehen wir hier oben und schauen dann, welche Bewegung unten der Fuß macht. Alter, wie krass! Ich glaub, das funktioniert! Das läuft. Wir halten jetzt mal unten an den Fuß einen Stift dran und dann zeichnen wir die Kurve auf, die der zurücklegt. Dann sehen wir, ob das wirklich laufen wird später. Ganz gut aus. Also hier unten ist die gerade Linie, der läuft dann praktisch und dann geht's Bein wieder hoch. Ich denke, das funktioniert. Alles klar, dann können wir jetzt die 7 anderen Beine produzieren. Ich bin sehr froh, dass wir jetzt diese krasse Säge haben. 7 Stück! Die Einzelteile hier zu sägen ist einfach so krank viel Arbeit und ich finde ja, die Flex ist echt das geilste Werkzeug, aber wir haben das ja jetzt schon mit der Bandsäge gemacht, weil es einfach sonst so einen riesen Dreck gibt. Aber die kleine war einfach ein bisschen zu klein, deswegen haben wir uns jetzt einen Lebenstraum erfüllt und zwar eine große Bandsäge geholt. Wie geil. Das ist doch mal ein fettes Teil. So, wir haben was für eure Lieferung. Ich stell's, der bleibt da jetzt mal dran und dann haben wir ein paar Stunden zu tun.
Nicht lange, ich bin total motiviert. der noch ist er motiviert. Wir filmen das Gesicht nochmal in 3 Stunden. Dann sieht das so aus. Theoretisch sind es über 300 Schweißstellen und dementsprechend auch viele Stücke machen. Wird ein bisschen Arbeit. Einfach so geile Hustler, die Jungs. Einfach so geile Hustler. Digga, ich kann nicht mal eine Schraube in die Hand Digga. Wird irgendwo. Ach, Digga, ich hab grad. Ich glaube, ich hab einen Schlaganfall mal wieder. Also ich glaube, die alle zusammenzuschweißen wird am längsten dauern. Das dauert jetzt bestimmt so 3-4 Tage. Also du brutzelst den Samuel-Koch jetzt 8 Beine zusammen? Ich brutze den Samuel-Koch jetzt 8 Beine zusammen, ja. Digga, einfach Oktopus. In der Bibel steht immer, wenn man eine Sache auftippt, dann kriegt man die 100-fältig zurück und ich wollte schon mal anfangen machen. Hey Gigan, hast du heute Geburtstag? Alles Gute, Mann. Alles Gute, du. Hey, alles, yeah. Alle 8 Dreiecke für die Beine müssen jetzt genau gleich sein. Deswegen nehme ich jetzt das eine als Schablone und baue die anderen dann da oben drauf. Okay, macht Sinn. Das ist so krank viel Arbeit. Ich glaube, das dauert ewig, wenn ich es alleine mache. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal den Daniel dazu geholt. Daniel! Das ist auch sehr professioneller Schweißer. Ich hoffe, das geht jetzt ein bisschen schneller. Daniel, du professioneller Schweißsau. Daniel, kurzes Interview. Wie stellst du dir deinen Feierabend vor? Wie Feierabend? Was ist das? Ja, ist ein Witz, ist ein Witz, ist ein Witz. Wie viele Stunden Arbeit waren das jetzt? Ich finde, es ging erstaunlich schnell. Also ich hätte gedacht, das länger dauert. Noch haben wir uns so beide ein bisschen viel Reibung an den Gelenken. Deswegen haben wir gedacht, dass wir da so Unterlegscheiben aus Plastik reinmachen. Und zwar machen wir die aus diesem Kanister. Das ist so ein Material, das rutscht ganz gut. Da sägen wir die jetzt einfach aus. Warum sind die so kreativ? Warum können die alles so geil? Was ist wie krass? So, wir haben es hier gestern tatsächlich noch geschafft, alle Teile fertig zu kriegen. Wir haben jetzt 49 verschiedene Knochen Gigant. Und die müssen jetzt alle zu Beinen zusammenschrauben. Okay. Ich glaube, das wird wieder ein bisschen Arbeit. Glaube ich auch. Aber wenn es im Endeffekt funktioniert, wäre geil, wenn der vorne noch eine Schrotflinte dran hätte oder so, ne? Nein, ist eine dumme Idee, Revi, lass das es. Wir sind tatsächlich fertig mit den ganzen Beinen. Und jetzt kommt die Badewanne dran. Wo kriegen wir die ganzen Badewannen her? Wo kriegen wir die ganzen Badewannen immer her? Wir bauen jetzt so ein Gerüst aus Stahl um die Badewanne rum, da machen wir dann die Beine dran fest. Wir flexen jetzt hier das Tretlager aus dem Fahrrad raus, dann wird das eine Bein praktisch an dem einen Pedal befestigt und das andere am anderen.
7 von 10, ja? Wir haben jetzt mal ein Bein zum Test montiert und schauen jetzt mal, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Hey, aber... Also ich will jetzt nicht dumm kommen, den Jungs, aber Samuel Koch kann das Pedal nicht treten mit seinen Beinen, oder? Verchecke ich jetzt gerade irgendwas? Ist das jetzt nur zum Test wahrscheinlich, oder? Chat, oder bin ich gerade einfach nur dumm? Oh, also das Rohr stößt jetzt hier unten. Mit den Händen, ja. Ja, Chat, mit den Händen. Ja, klar. Ja, nee, man kann die Hände... Ja, die Hände, ja. Oder Elektrik, ja. Ja, nee, lassen wir's, komm. Am Rahmen an. Das passt nicht so ganz. Da müssen wir jetzt irgendwie was rausflexen und den dann so biegen. Mal sehen, ob das funktioniert. Oh, wie stressig. Ey, das ist ja so ein crazy Project. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob es rumgeht. Und jetzt wird es spannend. Oh, doch, passt perfekt. Wie krass. Aber der Rückschlag ist doch so heftig. Eigentlich ein relatable Moment, das ist mir in der Innenstadt auch schon 10-mal passiert. Die haben einfach von meinem AMG die Felgen weggeflext. Das ist mir schon so oft... Die zwei Jungs, Deutschlands berüchtigste Fahrraddiebe, schnappt sie. Passiert immer. Diesmal haben sie mir das Getriebe, letztes Mal haben sie mir das Getriebe geklaut, ja? Die Gangschaltung. Der Arme! Was für eine wilde Konstruktion, wirklich. Ey, ihr Chat, wir sind alle dumm, aber ich glaube, ihr checkt gar nicht, Alter. Ihr checkt gar nicht, wie krank aufwendig das ist, was die machen. Hä? Hi, Johannes. Guck mal, ich hab ein neues Fahrrad. Das ist ein E-Bike. Das letzte hat mir irgendjemand kaputt gemacht. Nein, geh nicht in das Haus rein. Sie werden das E-Bike auch zersägen. Nein! Da ist er schon wieder! Da ist er schon wieder! Oh nein! Schreibt alle in den Chat, damit er gewarnt ist! Finger weg von dem E-Bike, du Drogensüchtiger! Hey, gib mir den Reifen! Oh nein, es ist schon wieder passiert. Das ist der Motor von dem E-Bike? What? Das wird doch niemals reichen, oder? Ey, wenn das jetzt funktioniert, dann... Wir haben jetzt die Elektronik von dem E-Bike hier angeschlossen. Das ist jetzt so umprogrammiert, dass man mit dieser Anfahrhilfe hier Gas geben kann. Also es geht eigentlich nur Vollgas oder eben aus. Das müssen wir irgendwann nochmal ändern. So, ich bin jetzt... Der kann einfach nur sprinten oder stehen bleiben. Mehr geht nicht. Imagine, das wäre im echten Leben so. Du kannst nicht normal laufen. Man kann entweder sprinten oder stehen bleiben. Das wäre wirklich schlimm. Jetzt mal sehr gespannt, wie das funktioniert. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob es von der Geschwindigkeit irgendwie hinhaut. Ey, Johannes, kann das jetzt alles zusammenkrachen? Kann sehen, kann sein. Sieht aus wie Bionics, ne? Ja, von Lego, Bionics. Wow! Oh mein Gott, Digga. Wow, Alter, Junge! Die haben eine Teufelsmaschine erschaffen. Das ist ja Usain Bolt am Sprinten. Ja, also... Stark genug ist es auf jeden Fall. Du findest, dass das eine sinnvolle Geschwindigkeit ist? Ich finde, das ist zu langsam. Also, ganz ehrlich. Das ist so schnell. Digga, das darf man nicht. Das ist ein Panzer, den die gebaut haben. Die Bundeswehr macht jetzt gerade Auge auf diese Technologie. Was ist dein erstes Fazit? Also ich finde es auf jeden Fall schon mal gut, dass es stark genug ist. Bionicles.
Bionicles. Schnell. Ist die Frage, ob man die Übersetzung irgendwie niedriger macht oder ob man die Geschwindigkeit elektronisch regeln kann. Beides. Aber für den ersten Test schon mal ganz gut, würde ich sagen. Es ist kurz vor Weihnachten und Johannes kauft sich jetzt heute selber ein Geschenk. Ja, das war schon immer so. Und zwar kaufen wir uns jetzt ein Schrottfahrrad. Meinst du das? Ja, genau. Ein Schrottfahrrad hört sich negativ an. Sagen wir einfach ein schönes Damenrad. Ein schönes pinkes Damenrad. Und was willst du damit machen? Das sehen wir dann. Ja, also wir wollten ja gerade ein Fahrrad auf den Kleinanzeigen abholen. Aber ich habe das zweite einfach geklaut, sag's ihm, komm. Ja, aber der Mensch, bei dem wir das holen wollten, der ist irgendwie nicht rausgekommen, also keine Ahnung, wir haben geklingelt und zweimal angerufen. Also haben wir einfach bei ihm im Garten hinten das Fahrrad geklaut. Und dann sind wir schon ganz frustriert zum Auto zurückgegangen und da hatte ich die wunderbare Idee dafür zu beten, dass wir unser Fahrrad noch kriegen. Und dann sind uns gerade so zwei Leute entgegengekommen, weil der Julius immer so direkt ist, hat er sich gefragt, ob die ein altes Fahrrad für uns haben. Und die gemeint, ja, sie haben eins in der Garage und das andere hätte sogar 20 Euro gekostet und jetzt haben die uns das Fahrrad geschenkt. Und genau als wir uns verabschieden wollten, hat der andere Mensch angerufen sein Fahrrad noch gegeben. Und da haben wir jetzt zwei Fahrräder, ist perfekt, ja, wie geil, gelaufen. Jetzt können wir weitermachen. Schönste Weihnachten jemals, oder? Ey, schön. Jetzt war es tatsächlich ein gutes Weihnachtsgeschenk, weil es war jetzt wirklich geschenkt. Sehr gut. Also, wir haben gestern ja den ersten Test gemacht und es war relativ schnell. Also, ich glaube echt, dass es zu schnell ist. Normalerweise finde ich, geht zu schnell nicht, aber in dem Fall ist es, glaube ich, echt sinnvoll, ein bisschen langsamer zu machen. Deswegen bauen wir jetzt hier eine doppelte Übersetzung ein. Also kommt jetzt hier ein zweites Tretlager hin, dafür haben wir gerade die Fahrräder. Verstehe das nicht, was die sagen. Und dann geht die Kette erst auf dieses Tretlager und dann von der anderen Seite auf diese Kettenblätter drauf. Dann haben wir eine viel langsamere Übersetzung. Falls ihr es nicht verstanden habt, ihr seht es gleich, wie es geht. Okay, danke. Danke. Der arme Radfahrer. Julius hat gesagt, ich soll das machen, weil das fürs Video cool ist, aber eigentlich bin ich nicht so der aggressive Typ. Eben meintest du noch. Mit ganz Liebe. Eben meintest du noch, es macht dir Spaß, Dinge zu zerstören. Ja, aber konstruktiv zu zerstören. Also wenn ich Dinge brauche. Jetzt der Ständer ab. Oh Mensch. Kann man nicht einfach das Ding hier im Internet kaufen oder bin ich dumm? Schreib mich in den Chat, ah, mein Fahrer, das bist du selber schuld. Die haben es dir geklaut, du hast es nicht abgeschlossen. Leptical, was geht, Digga? Dankeschön für deinen Resub. Ich stream heute noch kaufen. Thank you. Alter! Das funktioniert, die Höllenmaschine. Voll geil. Richtig geil. Und so ist die Geschwindigkeit perfekt. Johannes, was machst du da? Ich teste, wie stark der ist. Der schiebt sich da richtig zur Seite. Hey, das Ding metzelt alles weg. Das ist krasser als ein Panzer. Glaube ich nicht. So, das ist richtig, ey. Mir fällt das Ding Kurven gar nicht. Man kann nur geradeaus sprinten damit. Durch die neue Übersetzung ist halt jetzt auch viel stärker geworden. Lass mal versuchen, mit dem Samuel Koch so ein 90 Grad Berg hoch zu... Live im Livestream auf... Natürlich. Ich will's sehen, ey! Ach, der ist dann live, morgen sieht man das. Ja, okay, geil, geil.